Ja, Freunde, der nächste Tag hat begonnen. War gestern noch recht lustig. Aber jetzt schauen wir mal, was da hinten schon so recht heftig raucht. Naja, ich weiß es ja, ich war ja schon unten. Und ja, dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen, ich suche die ganze Zeit meinen Schlüssel. Wo ist er? Ja, der Grill, der Grillips. Der Philipp heizt schon mal hier alles mal kurz auf, ja, zum Ausbrennen. Und ich denke, wir machen jetzt dann gleich unsere Steaks hier. Ja, können wir dann gleich machen. Ja, und das im Hintergrund ist Philipp sein Dad. Servus, habe die Ehre. Der Papa beim Aufräumen. Also, hier im Hintergrund wird dann das halbe Schweinerl zerlegt. Von jedem einer welcher? Seine eine? Ja, der Frank war der Name, gell? Frank, ja. Und was wir gleich vorneweg hinzusagen, es ist absolut alles privat. Es ist eine Privatveranstaltung, die, wenn sie was zerlegen, es wird nur für den Privatgebrauch zerlegt. Also alles privat und soweit ist es auch rechtens. Muss man dazu sagen, bevor da wieder irgendwelche blöden Kommentare kommen. Oder was sagst du dazu? Vollkommen richtig. Da dieses im lebensmittelrechtlichen Bereich erlaubt ist, was wir heute tun, brauchen wir keine Bedenken haben. Es wird nichts von diesem halben Schwein, was wir produzieren, verkauft, sondern nur für unser leibliches Wohl genutzt an dem heutigen Tag. Aus diesem Grunde, blöde Kommentare bitte für sich behalten. Ja, der Philipp lacht im Hintergrund auch. Der ist mittlerweile auch wieder gekommen. Wo kommst denn du jetzt her? Ich komme noch vom Supermarkt meines Vertrauens und vom Bäcker meines Vertrauens. Und, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, mach die Plansche bereit, dass wir jetzt endlich die Steaks drauf klatschen können. Genau. Und wir schauen uns jetzt hier nochmal kurz um. Ja, und da am Eck steht so eine richtig geile Kühlkammer. Und Leute, da drin ist es mal richtig saukalt. Oh, sieht schon fantastisch aus. Ja. Ja, wenn wir schon dabei sind. Die Grillgeräte stehen auch so langsam. Sogar ein Sous-Vide-Gerät ist mittlerweile hier eingetrudelt. Möchtest du dich auch noch vorstellen? Hi, ich bin der Sören von Yggdrasil Barbecue. Auf einen geilen Tag. Ganz genau. Mangalgrill. Der Dutch auf dem Tisch und hier was Feines von Petromax. Wie nennt man das Teil? Feuerbrücke FRK1. Die Feuerbrücke FRK1. Sehr stabil, robuste Ausführung. Gefällt mir sehr gut. Für den Outdoor-Bereich wirklich sehr geil. Und hier haben wir dann auch noch so ein Mini-Keramik-Ei. Darf ich mal ganz kurz stören? Ja, Philipp, was willst du denn? Das Unboxing und die Erklärung von dem Teil ist genau jetzt online, das Video. Verlinkt der Michi unten. Nö, doch, tu ich doch. Nicht. Nein. Philipps Welt. So, Leute, während auf der Seite gelabert wird, auf der anderen Seite gearbeitet wird, werde ich jetzt erst einmal hier die Plansche anschmeißen. Mal gucken, ob ich das auch kann. Scheint so. Ja, läuft. Warm ist sie noch ein bisschen. Und dann schmeißen wir gleich mal unser Fleisch komplett so wie es ist drauf. Ja, geht auseinander. Thank you.
Was wir hier jetzt heute auch gleich noch machen, ist ein ordentliches Stück Butter rein. Philipp, wo ist meine Butter? Der crasht auch immer meine Videos. Ne? Ja, wo ist meine Butter? Du hast meine Butter weggeräumt gestern. Der Michi hat Hunger. Michi, was machst du hier Feines? Meine Jackie-Zwiebelsteaks jetzt einmal. Die wir gestern Abend eigentlich machen wollten. Ja. Riechen tun sie schon herrlich. Da kommt jetzt noch ein ordentliches Stück Butter mit, ne? Und dann, ja, wird es hoffentlich was werden. Ich sehe da was, warte. So, läuft, ist am Ausbrennen. Steht. Was ist denn das, eine Fritteuse? Nee, das ist ein Sous-Vide-Gare einfach. Ah, ich dachte Fritteuse. Ja, da hängt die Butter jetzt fest. So, was wird schon wegschmelzen. Manu. Ja Leute, und wenn man sich um seine Barbecue-Soßen kümmert etc. pp. Und das Fleisch vergisst, ja, und irgendwann umdreht, dann hat es sogar richtig schön Farbe. Und man nicht dauernd in dem Zeug drin rumrührt. Also die Zwiebeln sind jetzt bald soweit. Dann mache ich auf der Seite die Plansche aus. Das könnte ich eigentlich gleich machen. Dann kann ich die Zwiebeln alle darüber schieben. Und das Fleisch kann noch auf der anderen Seite ja auch noch schön Farbe ziehen. So Leute, dann würde ich mal sagen, McAllister hat gerade dran gerochen. Kannst du mal sagen, dass du ein Video machst? Nö. Die sind soweit fertig. Zwiebeln habe ich da drüben. Jetzt brauche ich einen Freiwilligen, der die Semmeln aufschneidet. Weil ich habe da jetzt einfach keine Lust dazu. Schauen wir mal, wer sich bereit erklärt. Dann gehen wir mal ein Messer und... Liegt doch schon alles da. Wer mag jetzt alles was davon haben? Ich will erstmal ein Bier trinken. Wer mag alles was davon haben? Ja. Ja, einmal du, Philipp. Du? Zweimal, dreimal. Ja. Bedien dich. Das ist dein Video. Bastel einfach zusammen, ich hab keine Lust. Ich kenne mich nicht aus, du hast mir nicht eingeweiht in deinen Plan. Also geht los, Michi. Hat Zwiebeln unten drauf? Warte, setz dich hin, ich muss da holen wir weiter. Wisch abgucken, immer noch total die Riefe drin. Weiter geschnitten. Riech mich gefreut, geil. Zeit ist fertig. Jo, hast du das von deiner Dolly-Sauce? Ja, die kann jeder selber nehmen. So, mein Erzfeind hier, ne? Ein Steak oder ein halbes Steak, je nachdem wer wie viel Hunger hat. Ja, das ist ein kleines, das kann man schon fast komplett drauf tun. Und fertig ist unsere Jackie Zwiebel Steak Semmel. Ein bisschen Soße noch das drauf. Das sieht fantastisch aus. Jo. Und so machen wir die jetzt alle und ja, dann essen wir. Jo, dann machen wir hier einen Gruppenmampfen. Frank? Wenn wir keinen Gruppensex machen, ist es gut. Nein, nur Gruppenmampfen. Die muss, glaube ich, noch aufmachen. Ich hab's gesagt, das ist super, dieses Sweet Onion Bacon, oder? Ist super, ja. Also auf der gescheiten Plansche, richtig schön durchgebrutzelt, schmeckt das Zeug noch wesentlich besser als in meinem letzten Video. Da braucht es keine Soße. Was sagst du dazu? Ich will noch am Herausfinden. Klasse Sache. Gut, ein bisschen mehr Gewürz hätte man draufhauen können. Habe ich aber auch erst hinterher gemerkt. Aber ich denke, purer Genuss. Fantastisch. Also die Soße ist klasse. Diese, wie heißt sie? Dolly. Dolly Soße. Onion, Sweet Onion. Steak. Sweet Onion, Bacon. Ja, irgendwie sowas.
So Leute, bis auf eine Person sind mittlerweile hier alle eingetrudelt. Und ich glaube, jetzt kommt dann erst einmal eine Ansprache vom Philipp. Und ja, dann wird gemetzgert. Hey Leute, ist hier irgendwas Besonderes? Eigentlich nicht, ne? Weil irgendwie hier eine Kamera-Orke ist. Ja, ich ohne Zoom, ich komme ran. Das meckerst du wieder. Da läuft bestimmt gleich ein Porno. Wo? Das weiß ich auch nicht. Wir scheißen auf die DSGVO! Und ich auf den ganzen Staat. Ja, moin zusammen. Stopp. Hier. Oh. Wenn so. Oh, alle sind soweit, nur unser kleiner McDutch. Seid ihr soweit jetzt? McDutch war heute soweit. Also kannst du bitte mein Mikrofon auch mal mitnehmen, damit wir den Ton haben? Das fällt dir früher ein. Stativ noch im Auto. Also wieder aus. Ey Philipp, dir hängt da so ein kleiner Pömmel da rum. Drück doch mal bitte bei mir. Ja? Geht das? Wie lange brauchst du jetzt noch? Philipp. Weil dann hol ich mal Bier, ne? Ja, das will ich auch. Mach mal. Nimm eins mit! Ja. Leute, die machen hier ein Drama. Unfassbar. Wenn die jetzt wissen würden, dass ich das alles ins Video reinschneide. Da hat er auch recht, der Junkie. Ja, blöd gelaufen, Philipp, gell? Mach's jetzt einen Film. Ist jetzt hier bis noch so klein? Einer muss. Nee, ich hab den Junkie gesagt, Ohrläppchen. Ah, das kann ich sehen. Das tue ich bearbeiten. Was machst du hier mit meinem Ohr? Nix, alles gut. Oh ja, das Schöne ist mir. Das Schöne ist hier, ich weiß. Das ist wirklich das noch ein halbes. Einen habe ich noch, für wen war der? So ich nehm's. Ist jeder soweit? Nee. Du machst nur Blockdings oder so. Ach, nö. Ja, du solltest willkommen bei mir auf meinem kleinen Treffen. Klein. Was haben wir uns heute ausgesucht? Eine halbe Sau, die werden wir zerlegen. Beziehungsweise mein Papa wird die zerlegen. Jeder von euch wird meinem Vater sagen, dieses Stück möchte haben. Wird rausgeschnitten und dann könnt ihr euch hier an den kleinen Fuhrpark hier austoben. Und ich denke mal, wir werden einiges vergrillen, ja, Spaß haben. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr da seid. Danke auch an Petromax, Campinggas, Martin, wie sie alle heißen. Ja, und dann würde ich sagen, viel Spaß und los geht's. Philipp, du bleibst jetzt aber schon da und ziehst dich nicht zurück. Philipp, doch. Ich hab nicht auf Rekord drin. Ich würde mal sagen, die Sau ist definitiv tot. Das Feinste, was ein Schwein werden kann. Jetzt machen wir aus sowas noch was Feines für euch, für eure heißen Platten. Ich fang mal an mit dem Rausschneiden der Schulter. Dabei ist ganz wichtig, dass man das sogenannte Vlies trifft. Das ist das hier. Hier trifft man jetzt ganz automatisch, wenn man richtig geschnitten hat, auf den Blattknochen. Das sogenannte Schäufelchen. Da schneiden wir entlang und haben die Schulter. Als nächstes Abtrennen des Bauches. Aufpassen, hier verläuft das Filet. Da hat man schnell reingeschnitten. Der Rücken läuft hier nebendran. Da gibt es eine Faustregel. Man sagt, handbreit aus dem Rücken zum Bauch weg, trifft man immer das Richtige. Das werdet ihr jetzt sehen. Da das Metzgersein kein einfacher Beruf ist, Bauch mit Stich. Was wir daraus machen, werden wir dann im Nachgang sehen. Als nächstes schneiden wir das Karree raus. Frage, wer möchte an dem
Kotelettstrang, Speck und Schwarte haben. Zum Beispiel für einen Bauernbraten. Kann man wunderbar grillen, eine schöne Kruste. Ansonsten ziehe ich die Schwarte ab. Niemand? Gut. Das Filet beginnt hier oben, unterhalb des Schlossknochens. Kannst du die Schwarte vorsichtshalber doch dran lassen? Ist das möglich? Das kann ich machen, dann ziehe ich die später ab. Dann überlege ich noch. Gut. Zack! Kammstück, Stiel, Rippchen, Kotelett oder das Rückenteil. Zeigst du uns dann vielleicht auch noch, wie man Rips rausschneidet, dass man das auch mal gesehen hat? Das kann ich euch gerne zeigen, wenn wir an dem Bauch sind oder hier an den Kotelettrippen. So, dann bleibt jetzt nur noch die Keule. Aus der Keule macht man normalerweise Schnitzel, Kochschinken, man kann aus dem Hüftteil Steaks machen, Gulasch, Braten, was man möchte. Aber für euch wahrscheinlich uninteressant. So, damit wir jetzt die Kühlkette einhalten, räume ich das alles wieder ins Kühlhaus. Beginne nacheinander die Sachen zu zerlegen und auszulösen. Also dann wird jetzt erst weggeräumt und danach machen wir weiter. Ich würde sagen, wir machen dann als erstes die Schulter. Die soll ja dann schon vorbereitet werden, ne? Christian, das wolltest du machen, gell? Ja. Schulter. Ja, Nacken oder Schulter. Knochen dauert länger. Genau. Ja Leute, ich glaube, da haben wir heute ganz schön was zum Mampfen, dass wir die halbe Sau wegbringen. Jo, da drüben wird fleißig weitergemetzelt. Die ganze Sau schauen wir uns jetzt nicht an. Dann wird das Video wahrscheinlich wirklich ja, alle Dimensionen sprengen. Jetzt kommt's. Aber nachher schauen wir dann wieder rüber. Hier. Das ist der Fließhaxen. Ja. Wenn ich den jetzt als Schinkenhaxen rausschneiden würde, würde ich das innere Beinstück dran lassen. Das gibt dann der dicke Haxen. Ja? Ich konnte halt recht schicken. Genau, genau. Fließhaxen deswegen, weil die nach dem Fließ rausgeschnitten werden. Okay. So, jetzt, Schwester, Tupfer. Philipp, Philipp, ja. Wo gehst du mit meinem Flammospray hin? Komm mit. Was ist das? Ja, da ist das schon wieder was ganz was Feines, gell? Ja, ich finde den Sprühnebel, den Radius finde ich mega. Ja. Auch gerade für Feuerplatten und so. Immer schön schütteln, das Spray. Hab ich. Ordentlich aufschütteln, dann kriegt man die Dosen restlos leer. Sehr gut. Geiles Zeug. Los. Ja, mit was kommst du da an? Ich habe hier Schweinenacken. Okay. Ich werde heute einen angeräucherten Schweinenacken machen, quasi eine Art Pulled Pork. Wird heute mal eine abgefahrene Variante. Ich werde es kurz anräuchern, werde es dann im Dutch Oven vollenden und das Ganze wird gemacht mit Weißbier. Ob das klappt, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Gut. Dann. Ich leg da mal los. Mach mal. Das ist das edelste Teil. Also wenn ich Stützen aus der Oberschale kaufe, dann ist das... Richtig, das ist das edelste Teil für Schnitzel. Nur Kalb ist besser. Das kommt aber wahrscheinlich aus Paraguay. Und dann kann man da auch nur Oberschale. Rouladen ja, aus Oberschale, Kalb ist besser ist wie eine Stütze. Richtig, richtig. Ich besser als zwei, aber... Aber es ist schon ein geiles Zeug. Es ist ganz einfach so, man muss es wissen, was man macht. Ich würde zum Beispiel nie die Oberschale für Schinken nehmen. Doch. Für welchen Schinken? Ich hab rohen Schinken oder gekochten Schinken. Ich hab von Philipp das Feuer. Wenn für roh. Weil immer die Schleichwerbung hier. Das ist ja schon wieder Produktplatzierung. Ja. Mei. Und du machst damit? Muss, was mut, dat mut. Okay. Ja. Philipp, kommen Sie mal mit. Ich bin da. Ich hab da hinten was gesehen. Was hast du denn gesehen? Und zwar hier, Gewürz, ja. Gurken und Schokolade. Da machen wir noch was Schönes mit. Was heißt das, was Schönes?
Erzähl doch mal was dazu. Also ich wurde nominiert vom Johnny. Johnny. Und wir müssen uns Gurken reinziehen mit einer Schokoladen, mit einem Schokoladenüberzug. Aber was heißt wir? Du? Also ich, und ich werde dich dann in meinem Video nominieren und... Ach, du brauchst mich nicht nominieren, ich fress da das einfach so ein Ding mit. Oder so. Kommt auch. Sympathiepunkt. Warum heißt sie Nuss-Nuss? Weil sie muss. Weil sie nicht. Weil sie muss, genau. Birne heißt. Sie muss in der Tat Nuss heißen. Die hat die Form wie eine Nuss und jetzt kommt's. Hier oben ist ein Knochen drin. Der Nussknochen. Der Nussknochen. Und der sieht aus wie eine Nuss. Mit etwas Fantasie erkennt man da eine Nuss. Das sind die Dinger, die man beim Dschungelcamp wahrscheinlich zu essen kriegt. Zum Beißen. Viel Spaß beim Kauen. Was war das für ein Fleischstück? Das hier? Ja. Du hast leider Pech gehabt, weil du snacken warst. Jetzt ist die Reise rum, weißt du? Du kennst es ja, wenn der Zug weg ist, laufen. Nein, nicht weg. Ich erkläre es dir gerne. Das ist die Oberschale, die ist sauber pariert. Da machen wir dann Rouladen raus und füllen die mit Bratwurstbrett. Oh, lecker. Wenn das mein Lehrmeister sehen würde, würde er mich erschlagen. Ich hätte gesagt, du hast alles richtig gemacht. Weil das hat normalerweise alles am Filet zu hängen. Aber das gibt es zum Glück heute nicht mehr. Weil das Fleisch so billig ist. Wir machen hier jetzt die Kette ab. Auch Sehnen und Zeugs drin, was an dem Filet nichts zu suchen hat. Das sind die letzten Ausläufer vom Bauch. Ja, ihr erinnert euch, das Teil hat oben gehangen. Und da habe ich ja so runtergeschnitten. Ja. Das sind die Ausläufer hier vom Bauch. Das machen wir jetzt ab. Schwester Tupfer. Wer sowas nicht abzieht beim Filet, der wird irgendwann mal da sich zuhören. Ja? Ich sag euch auch, was das ist. Das sind die Überreste vom Nierenstollen, vom sogenannten Phlomen. Das Filet sitzt hier drin und die Nieren, wissen wir alle, die sitzen hier hinten im Rücken. Ja? Da jetzt ja hier noch die andere Hälfte des Schweins fehlt, ja, ist dieser Nierenstollen hier drin. Das ist ein reines, blankes Fettgewebe. Daraus macht man normalerweise Schmalz. Und dieses Fettgewebe hat diese Haut. Das ist das Zeugs, was ich euch eben gezeigt habe. Ja? Also ihr seht, das kannst du noch nicht mal richtig verreißen. Das ist richtig stabil. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr das an dem Lendenstück dran habt und ihr erwischt es, dann genau. Ja? Und dieser Nierenstollen, das ist ein blankes Fettgewebe. Beim Rind nimmt man das, macht es flüssig und packt das Rindfleisch mit rein und lässt es dann da drin reifen. Talg, genau. Beim Schwein heißt es Nierenstollen, Schmalz. Beim Rind heißt es Nierenstollen oder beim Kalb auch Nierenstollen, Talg. Ja? Machen wir hier natürlich auch die Sehne ab. Jetzt können wir hiervon schöne Medaillons machen. Wer wollte das Filet haben? Schönes Leben, aber nicht Medaillons, sondern im schwarzen Handschuh. Okay. Kombiniert die Rips. Die kommen gleich. Das heißt, es wurde jetzt gar nicht so Hühnhaus. Hast du schon eine Idee, Alex? Ja. So. Eingangs gesagt, diesen Bauernbraten, Krustenbraten vom Rücken. Wollen wir da einen machen? Ich schlafe heute noch bei dir. Krustenbraten? Ja, Lummerbraten sagt man, Krustenbraten, Lachsbraten. Also ich würde vorschlagen, weil der Michi ja unbedingt die Rips sehen will, wie die funktionieren. Hier ist die letzte Rippe. Ich würde das hier abtrennen, den Knochen hier absägen, gerade schneiden. Und dann kommt das Ding in den Ofen.
Oder komplett im Mittelrippen. Mit dem Knochen, am Knochen gegart. Ich werde den nur hier absägen, der komplett das Grat. Also dann kommen wir nicht dazu, die Rips rauszuschneiden. Da sind ja keine drin. Ach so. Ja, mach doch. Die Rips enden hier, das ist die letzte. Also das schneidest du schon ab. Gut. So, jetzt pass auf. Ich mach das jetzt einfach. Michi. Du bist der Metzgermeister. Du machst es einfach, wie du das denkst. Damit wir einen schönen geraden Schnitt haben, machen wir das natürlich auch mit der Säge. Jetzt kriegt das so. Kenn ich das doch. So, okay. Das sind auch schöne Koteletts. Mit dem Ding hier ist nicht zu spaßen. Die hat mir 8 Tage BG-Aufenthalt geschafft. Und ganz wichtig, immer ohne Kettenhandschuhe. Wer mit Kettenhandschuhen an das Ding geht, verliert den ganzen Arm. Jawohl. So. Mein Vorschlag, weiß nicht, ob das für euch interessant ist. Den würzen. Ist das jetzt mit oder ohne Knochen? Der ist mit Knochen. Da ist, hier ist noch ein kleiner Knochen drin. Achso. Ich habe den abgesägt, sonst würde das Teil so auf dem Grill liegen. Deswegen schneidet man den so zu. Ideal jetzt im Backofen, Intaler Heubraten, was ganz Feines. In der Tat wird er mit Heu gemacht. So, jetzt haben wir den Nacken. Wo wolltest du gehen, gell? Der Nacken. So, wo haben wir jetzt? Stopp, Kopf ist dann da oben. Nein, der Kopf ist hier. Hier ist das Genick. Das ist das Genick. Okay. Hier läuft das Rückenmark und hier ist der Genick. Knochen am Rücken und dasselbe Passstück ist am Kopf. Ja? Ein Nacken. Wo fängt ein Nacken an und wo hört er auf? Wo er anfängt, haben wir eben gesagt. Am Genick. Genau, da fängt er an. Und aufhören tut er immer. Das war früher schon so, vor 200 Jahren beim Metzger Hamann. Das ist heute immer noch so. Hier ist der Schulterknochen drin. Hier sitzt die Schulter dran. Ja? Hier ist der Schulterknochen, Schulterknorpel. Also der Knorpel bleibt ja, weil ich den ja rausgeschnitten habe, der Knorpel bleibt ja hier am Nacken. Entweder schneidet man unterhalb des Knorpels ab oder für die ganz Dummen eine Rippe, zwei Rippe, drei Rippe, vier Rippe, fünf Rippe. Wo kommst du hin? Zwischen fünfter und sechster Rippe bist du genau unterhalb des Knorpels. Da beginnt dein Nacken und da beginnt, oder da endet der Nacken und da beginnt das Stielkotelett, der Stielrücken. Warum heißt das Stiel? Weil es aussieht wie ein Stiel, weil es so gerade lang runtergeht? Nein, okay. Das habe ich als Lehrbub auch gedacht. Ich sag's euch. Mach erstmal den Nacken ab. Man hat die Schwarte abgemacht, den Speck abgemacht. Dann hat man diese Teile gepökelt. Und dann sind die gekocht worden für gekochte Rippchen. Die Eigenschaft, dieses Stück Fleisch, also im Ganzen, das war ja eigentlich auch noch dabei, ja? Wenn die im Kessel gelegen haben, dann haben die sich verformt, die haben einen Bogen gekriegt, dann sind die in der Mitte durchgebrochen. Dann ist man hergegangen und hat früher waren die Rauchstangen alle noch aus Holz, heute sind die aus Metall. Dann hat man das da rangemacht, hat hier mit einer Fleischnadel reingestochen. Irgendwann kam man da durch, mit einer Karte festgezogen, dasselbe hier, dasselbe da. Und somit sind diese Stücke alle gerade geblieben. Und deswegen heißen die Stielkoteletts. Jetzt bist du dran, mein Freund. Das jetzt bewusst mit der Säge hier. Und man kann das natürlich auch hier am Wirbel rausschneiden. Und am Ende haben wir Rippchen. Sparrows. Richtig. Ja? Mmh.
sogar. Ja. Sogenannte Kotelettrippe. Lecker. Ja? Ja, da haben wir unsere Rippe. Das ist ein Teil der Rippe. Es gibt dann noch die Bauchrippe. Die machen wir mit etwas mehr Fleisch. Du hast auf Video hältst du den Knopf fest. Genau. Ja, jetzt habe ich es. Das war jetzt natürlich äußerst unfachmännisch, weil ich den Rücken verschnitten habe. Dafür hätte es schon wieder von meinem Lehrmeister. Genau. Manchmal hilft Kommissar Zufall. Aber der Schneider hat ja auch gesagt, das macht nichts, das kriegen wir alles beim Bügeln. Und hat der Reißverschluss nach hinten genäht. Hier jetzt, wunderbarer Lachsbraten. So Leute, ich glaube, jetzt haben wir genügend gesehen, vom Schweinderl zu schneiden. Da hinten werde ich angegrinst. Ja, sonst wird es wirklich einfach viel zu viel für dieses Video. Sonst haben wir ja Heinun mäßige Ausmaße und das wollen wir ja heute doch nicht. Obwohl, es könnte doch noch so die Ausmaße annehmen, aber ich mache ja zwei Teile draus. Theoretisch kann ich da so weit raus. Und bei dir alles klar? Film steht es. Natürlich. Oh. Natürlich, alles gut. Ist noch schnell im Edeka gewesen, noch ein bisschen was einkaufen für die. Die Bagage, du. Ja, da hinten wird fleißig gegrillt schon. Schauen wir mal rüber. Was machst du mit dem armen Schwein da? Das ist kein Schwein, das ist eine Haxe. Das ist das Bein davon. Das ist ein Stück vom Schwein da. Ja, da hast du recht. Wir werden das jetzt, das eine werden wir mit dem Rinderwahn von Philipp würzen. Wir werden es mal ausprobieren. Das ist aber Schwein. Ja und? Kein Rind. Ist doch egal. Warum ist das Rinderwahn? Wir sind hier zum Experimentieren. Man muss sagen, Schweinewahn. Nein, wir sind zum Experimentieren hier. Wir wollen was ausprobieren. Das heißt, das eine wird mit dem Rinderwahn gemacht und das andere, da muss ich mir gleich nochmal was ausprobieren. Vielleicht das Gyros-Zeug oder so. Ich werde auch eine mit einer Soße bestreichen. Da habe ich auch schon eine Soße rausgefunden, die ich nehmen werde. Die werden wir jetzt würzen, dann geht es aber 170 Grad ganz normal für 3 Stunden auf den, in den indirekten Bereich. Naja, indirekt beim Gasgrill. Aber 170 Grad und lassen wir die mal ein bisschen durchziehen. Und dann schauen wir mal, was draus wird und ob es schmeckt. Okay. Mäcki, wie sieht's bei dir aus? Ja, wir warten jetzt hier, bis der Keck da fertig wird, dass wir endlich mal das Räuchern anfangen können. Dauert noch ein bisschen. Da war heute früh schon mehr Dampf drin. Ja, da war richtig Schub dahinter. Abfahrt. Und das ist ein Müsli, oder? Ja, das neue Köln-Müsli mit Rosinen und und Holzspänen. Ganz genau. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier schon meine Schulter vorbereitet. Ich habe hier mit dem Kansas Rub von Philipp, Schleichwerbung, darf man machen, oder? Ja. Habe ich das alles hier schön eingerubbt und der wird jetzt dann auf den Keck wandern. Wird 1,5 Stunden, 2 Stunden geräuchert und dann werde ich es im Dutch Ofen vollenden. Gut. Also so eine Quick Pulled Pork Variante. Ja, dann mach mal. Hier sieht man einen Teil von dem Schmalz, was ich vorhin gesagt habe. Ja, von den Nierenstollen. Hier sieht man das. Hier ist die Haut selber. Also das schafft noch nicht einmal der Wolf klein zu kriegen. Da sind Fäden dann drin. Und der Gute schafft es zwar, aber... Also wir warten ja jetzt, bis er jetzt die Bauchribs rausschneidet und das gucken wir uns noch mal an und schneide ich noch mit rein ins Video. Das ist der sogenannte Stich. 5 Rippen. Warum heißt das Teil Stich? Weil man hier das Schwein sticht. Hier laufen die Hauptschlagadern zusammen. Sind jetzt natürlich raus. Die laufen hier zusammen. Die kommen hier vorne rein. Deswegen sticht man hier rein. Und dann hat man die erwischt und dann blutet das Schwein aus. Ja? Das Stichteil ist ideal, pökeln und dann ins Kraut. Man kann es aber auch wunderbar grillen. Also ich mag das. Ist das auch da dicke Rippe? Dicke Rippe, genau. Richtig, dicke Rippe. Dicke Rippe deshalb, weil es wirklich die dicke Rippe ist. Mhm. Ja? Wollt ihr so ein paar haben zum Grillen dann? Also es ist quasi wie eine Bauchscheibe. Und deine Ribs schneide ich dir dann hier raus, dass du die etwas dickeren mit Fleisch hast, dass du nicht nur Knochen lutschen musst. Gut, ist das mal. Geschäft? Mach mal. Gut.
Also. Diät. Aber wenn du das die rausschneidest, dann haben wir keinen Bauch, oder? Bauch haben wir keinen. Nee. Hättest du gewollt? Ich hätte, wenn nur spontan, aber Michi, wenn du schon angemeldet hast, nimm. Nee, gut. Ist wurscht, wenn du jetzt einen kompletten Bauch machen willst, dann machen wir einen kompletten Bauch. Ich, einen kompletten, der muss ins Sous-Vide-Gerät passen. Ich hätte jetzt gesagt, ich mache einen Schweinebauch Sous-Vide, schön mit Chimichurri. Plan oder kein Plan? Das sieht sauber aus. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann... Gewürzt mariniert mit Chimichurri. Sprich vor. Du weißt... Schneid's auch ganz klein. Dann machen wir den Deckel. Und machen einen Haufen Zwiebeln an. Und wenn ich sage, hier so ein Stück? Kein Thema. Ja. Der passt in so wie Gara. Reicht mir dann schon. Ja. Ach, Bombe. Spontan doch noch was gefunden. Möchten Sie heute was von der groben Dicken? Die hat Berufsschule. Spannend, oder? Sensationell, oder? Ja, oh. Das sieht schon mal mega top aus. Hier. Kaum Fett. Top. Mit oder ohne Schwan? Lass die mal dran. Abmachen können wir auch noch. Nur ranmachen ist wieder schlecht. Danke. Das geht nur mit Tacker. Sagen, so geht das. Wenn dann machen wir sie gleich ab. Ja. Ja, Michi, deine Rippen sind leider etwas geschrumpft, aber ich mache dir die trotzdem richtig schön dick. Das richtig muss ja nur für Probierer reichen. Genau. So viel zu essen. Ich glaube, ich passe morgen früh an eins auf. Von 8 mit den Kalorien. Neben den Kleidermengen, ne? Ja, vor allem wenn er eingeschlafen ist, kommen meistens. Das ist eine Nummer, oder? Wie nennt man das jetzt? Bauchleiderchen Spezial Michi. So, und schon hast du einen neuen Titel. Ja. Bauchleiterchen Spezial. Ich mach, ihr isst, esst, ist, ja genau. Der Bauchleiter sind Michi. Prost. Ja, Prost, ich bin unerhopft. Prost. Du hast auch recht. Aber Micha, ich mach die Fotos. Micha, wenn das jetzt, wenn das Blende zu traurig aussieht, wäre ich behauptet, dass du nicht schlafen. Micha, wenn das zu traurig aussieht bei mir, wäre ich behauptet. Ich würde einmal ein paar Fotos machen, ne? Nee, jetzt nimmst du auch der alte Mann und die Glück. Stimmt, ist ein Video. Ja, Freunde, wir haben hier noch die Grillgranaten bekommen. Von wem sind die eigentlich? Ja, von Grillgranaten halt. Und das sagen wir jetzt nochmal. Vielen Dank dafür. Ich bin eine Granate. Und ich krieg meinen auf. Die Obergranate. Oh, Michi. Oh, jetzt. Michi. Zum Wohle. Und? Gut, Hans. Lecker. Und hier wird ein bisschen rumgewurschtelt. Das ist halt eine feine Sache, wenn man die ganzen Gerätschaften. Das ist fast wie bei mir daheim mit dem Autoschrauben, da habe ich auch alles, was ich brauche. Ihr weißt es auch da. So Leute, was ist das hier? Ein Topf mit Flüssigkeit. Eugen, was ist das? Das ist eine Lynchburg-Limonade. Jetzt schon? Jetzt schon, genau. Einmal ansetzen, kann man den ganzen Abend kaufen. Was ist da alles drin? Erzähl, komm. Triple Sec, also Orangenlikör, der Jackie, Zitrone, am besten gegrillt. Grillen wir jetzt ein bisschen an und dann verfeinern wir das Ganze mit Eis und Seven Up und dann haben wir unsere Lynchburg. Okay. Also sprich, wie voll war die Flasche vorher noch in etwa? Halb voll. Halb voll? Und... Ja, die war voll. Die war gerade noch ganz voll. Genau. Gut. Also du kriegst die jetzt an? Ja. Und dann werden die da reingeschmissen? Die werden dann da reingeschmissen, kommen noch Eiswürfel dazu, Sprite, okay. Okay. Und dann können wir... Dann schreist du mir wieder, wenn die Dinger angegrillt sind, okay? Machen wir. Kein Problem. Ich mach das Leben, Mann. Boah, ey. Ich glaube, dann nehme ich auch eine, wenn sie fertig sind. Ach, das ist Klaus Bank. Michi, du hier? Ja, ich liebe Rouladen. Hey, das ist schon gut. Die Würze sind schon richtig geil.
Von Philipp, da kann man echt nichts sagen. Also lecker Rouladen machen sie auch noch. Das wird eine Hardcore-Fresserei heute, Leute. Ich sag's euch. Hier haben wir übrigens noch ein bisschen aufgebaut, die Dolly-Soßen. Da kann sich dann jeder bedienen. Barbecue-Soße. Barbecue-Soße. Dann hatte der Philipp hier seine kompletten Gewürze aufgestellt. Die sind natürlich jetzt unterwegs und im Gebrauch. Na, ihr zwei, was macht ihr hier jetzt? Wir machen Philipp seine Scheiße sauber. Ja, dann macht's mal. Weil Philipp weg wollte und wir machen sauber. Gut, dass er nicht weiß, dass ich vorher auf der Griddleplate war. Was geht hier ab? Hier momentan noch gar nichts. Noch gar nichts? Der Sören sucht noch seine... Ah, Nückis Barbecue? Sucht da sein Zeug zusammen, genau. Okay, dann schauen wir mal, was der hier veranstaltet. Tja Leute, und zwischendurch, naja, statt Kaffee trinke ich halt Kava. Philipp, magst du auch einen Kava? Nee, ich guck grad, hier. Okay. Hey Eugen! Was denn? Du solltest doch Bescheid sagen. Ich sag doch Bescheid. Mensch! Zitrone! Limette! Alles rinnen in die gute Stube! Ja, und was kommt da noch dann rein? Sprite kommt da jetzt noch rein. Sprite? Genau. Also kann man da kein Cola reinkippen? Na, schmeckt nicht so. Kannst du mal ausprobieren? Habe ich schon ausprobiert, ist nicht so. Also ohne Orangenlikör mit Cola, dann könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Und ohne Zitronen und ohne Limetten natürlich. Ne? Nein! Leute, das werde ich dann mal wirklich daheim ausprobieren. Zitronen angrillen, Jackie und Cola. Also Freunde, ich hocke hier in meinen Regiesessel und koordiniere das hier alles. Moment. Eugen, dass du mir da oben jetzt hier nichts falsch machst, gell? Okay, gut. Also Eiswürfel sind schon drin. Das jetzt nochmal. Und da hinten wird ordentlich gewurschtelt. Geht gleich los. So, dann probieren wir gleich mal das bisschen. Alles klar. Das passt nur noch ein bisschen. Und die da hinten, die grillen natürlich. Und während das der Eugen ziehen lässt, schwenken wir mal kurz. Ja, wurscht. Wenn ich dir helfen soll, weh oder irgendwas hast, gell? Das ist Meistersarbeit und die macht der alleine. Bei mir kann keiner mehr helfen. Und du hockst hier einfach neben mir und tust gar nichts. Ich genieße die Ruhe. Ich mach einen auf Ja, Michael. Das war nicht so. Der Regisseur sitzt da. So Leute, es ist soweit. Man hat mir hier eine Lynchburg Lemonade gegeben. Lynchburg, die grillte Cola. Naja, der Typ hier hat auch eine. Was hat er? Ja, und ohne Limonade. Jetzt probiere ich die mal, ob die genauso schmeckt wie in der Dose letztens. Der Mann muss sich immer alles sofort wieder hagen. Selbstverständlich. Schmeckt definitiv besser als aus der Dose. Hat du fein gemacht. Danke. Hast du eine? Ja, klar. Also ja, schmeckt richtig geil. Oh ja. Also wenn hier schon die Grills offen sind, dann filme ich hier gleich noch mit rein. Machst du den Grill wieder auf? Ja, Moment, ich muss mal mein Video weiter drehen. Das ist doch mir egal. So, guck mal. Oh, die sehen ja richtig schön aus. Ich bin echt mal gespannt. Ja, das ist genau das, was ich letztens gemeint habe. Ich mach mal wieder zu. Ja, dass ein Bräuking einfach mehr Bums hat als mein Grill. Wie lange wird das dauern? Also halb drei werde ich die jetzt rausnehmen. Die Schulter und danach werde ich so gute 2 Stunden dann im Topf machen. Und wir haben jetzt hier eine Temperatur von ungefähr 120 Grad, also ja. Ganz normal wie bei Pulled Pork, ganz wie man es macht. Ich bin echt gespannt, wie es schmeckt. Ich bin auch gespannt, aber ihr werdet es uns sicher sagen, wie es war. Ja, wir werden auf jeden Fall noch mal eine Runde hier durchgehen und dann schauen wir mal, wie es ist. Guck mal, wir haben hier so einen Einschleicher. Ja,
Und jetzt machst du bitte noch mal den Keck auf, dass ich das auch noch mal filmen kann. Dafür muss aber das Geld bezahlen, nur. Ja, erst Kohle raus, Michael. Ach übrigens, ich bezahle heute in Schellen. Du kannst jetzt schon 2 oder 3 haben, wenn du möchtest, als Vorschuss. Das ist noch viel zu wenig. Für mich. Und hier sehen wir jetzt einmal, wie ein Profi die Wurst füllt. Also ruckzuck wird da der Damm drüber gezogen. Ein Seitling, ein Schafsdarm. Okay. Eigentlich müsste man hier ja schon fast Slow Motion machen, dass man damit überhaupt was sieht. Und los geht's. Um die Wurst. Das sieht aber gekonnt aus. Da freue ich mich drauf, das geil. Da sieht man halt wirklich den Unterschied zwischen so einem Hobby und einem Profigerät. Auch bei so einer Wurstfüllpresse oder wie das Ding heißt. Wie nennt man das Teil? Das ist eine Wurstpresse der Firma Dick. Okay. Fassungsvermögen 12 Liter. Und bestimmt schon 30 Jahre alt? Bei mir im Besitz schon über 30 Jahre. Das Ding ist glaube ich schon 50 Jahre alt. Okay. Das hat sein Geld verdient? Ja. Und ich freue mich da richtig drauf. Also ruckzuck sind da die Würstle gemacht. Das Met habe ich schon probiert. Hammer Hardcore. Das Met ist richtig gut. Ja. Und das ist jetzt aus den jetzt Abschnitten von der Sau, was du vorher zerlegt hast. Das sind die Reste des halben Schweines, genau. Okay. Übrigens, Tupfer wäre mal wieder angesagt. Danke für den Hinweis. Ich habe, siehst du's? Verdammte Axt. Wir sind privat. Und die Hose ist geplatzt. Ich habe Dusch gehe. Gleich halte ich die zusammen. Das gibt's ja gar nicht. Tupfer, die Würst gehen ohne und die Hose reißen. Ah. Also sei mal nicht böse, aber diesen Brüller muss ich im Video drin lassen. Das ich habe vorher auf den Topf gemacht. Ich hab vorher einen Stopp gemacht mit ihm. Unglaublich. Also, unglaublich. Ja. Er war schuld. Das Leben, er war's. Das Leben schreibt die schönsten Geschichten und die lustigsten. Was ist das für ein Arm? Ja, aber. Schaffst du das? So ist es halt. An dieser Stelle hatten wir einen mega Granat. Dummerweise war meine Kamera geradeaus. Aber ja. Ich gebe euch einen Tipp: guckt bei Michi rein. Der hat es nämlich drauf und so wie ich ihn kenne, lässt er das absolut drin. Dummerweise bin ich der Hauptdarsteller. Frische Wurst in Ratz, Fatz gemacht. Also, der Hammer, wie schnell das jetzt gegangen ist. Total geil. Alles durch, oder? Ja, ja, und da hängen die jetzt noch und trocknen. Und bis wann können wir die dann grillen? Die werden wir heute noch. Ja, bis wann? Heute Abend? Wann ihr wollt. Boah, geil. Philipp! Philipp! Wir haben den Beweis, du bist ein Mädchen. Du bist doch vorher genau hier gesessen, gell? Du bist genau hier gesessen. Doch? Haben wir alle gesehen? Warum liegt hier Strickzeug? Du Mädchen! Mensch Philipp, erzähl dir keine Schauermärchen. Ach nee, die erzählt ja eher die Schauermärchen. Was denn? Nix, passt schon. Aber wir wollten jetzt hier hinter gucken. Weil hier fängt der Alex mit irgendwas an. So ein Messerhändler gekauft oder hier sowas. Nutria-Filet. Nutria-Filet? Also ich hätte jetzt gesagt, das sieht aus wie ein Schweinefilet. Nutria-Filet vom deutschen Hausschwein. Ja. Also du weißt ja, Chuck Norris schneidet aus einer Schweinehälfte ein Rindersteak raus. Aber nur Chuck Norris. Jo. Wie machst du das jetzt? Also das Ganze wird jetzt gefüllt mit Eiern. Und ein bisschen Käse, dann umwickelt mit Bacon und dann kommt es in den Rauch, solange bis wir die Kerntemperatur haben, die wir haben wollen. Okay, kurz und knapp.
Schau mal, wie das Ergebnis nachher aussieht. Jawohl. Wenn ich selbst verpennt zu filmen. Während alle anderen ja hier schon wieder abgehauen sind, finde ich das vielleicht auch ganz wichtig noch zu zeigen. Ja, die komplette Reinigung hier. Also du betreibst es schon gewissenhaft. Micha, mein Freund, das sind nicht alle abgehauen. Einer sorgt noch für die Getränke. Für unseren Metzger. Jawohl. Die Unterhockung wird unterbunden. So ist es. So ist es. Also du spülst sie jetzt alles schön sauber, desinfizierst. Jawohl. Und bereitest für deine nächste Aktion vor. Ja, so jemanden müssten wir daheim haben. Hm? Ja, so langsam wird da hinten richtig schön sauber. Das Filet, kommt es jetzt schon drauf, oder? Wenn das Pulled Pork dann mal runterkommt vom Keck, dann kommt es drauf. Okay. Ja, mittlerweile die Schüsseln, die Wannen ausgespült, Video ordentlich gesprengt. Geschrubbt. Und ja, manchmal springen auch komische Leute ins Bild. Naja. Hey, aber da hinten der Kühlschrank, dieser große begehbare Kühlschrank, das ist schon eine Sache. Aus. Rotür zu. Ja, was kommt da? Das wird jetzt so noch nicht verraten. Nein, komm, sprich. Das sind eigentlich nur Abschnitte und Fetzer und eigentlich das, ja, was nichts mehr gescheit wird. Außer Bratwurst. Und genau aus dem machen wir in Zutun von ganz wenig Zutaten noch ein ganz leckeres Baguette. Ein Baguette, okay, da bin ich ja mal gespannt. Ein Paket. Musst du aber dann vorbeikommen, weil ich bin zu voll zum Aufstehen. Für die immer noch nicht satt sind. Ich sag dem Bescheid, Micha. Ist endlich was zum Essen. Ja, lieber Kühlschrank, wir müssen mal ganz schnell jetzt. Kühlschrank hat Hunger und wird wieder zu dir, wa? Ja. Und da sehe ich schon, da flackt ein Flammkuchen. Wir drängen ja uns mal hier auf die andere Seite einmal durch. Und jetzt gehen wir rüber und schneiden mal die Rouladen auf. Du weißt ja, wo ich sitze. Kannst du mir dann was bringen? Da haben wir schöne Schweinerouladen. So Leute, bevor ich hier jetzt auf meinem Stuhl verhungere, muss ich mich hier jetzt doch einmal durchdrängeln. Und mach's dann so auf Micke. Und schnapp mir hier doch einmal was. Jetzt bin ich dein Kameramann hier. Ja. Das kostet so aber, schnell, ne? Kann das gehen, ja. Wenn ich richtig verstanden habe, war das der mit den Blutbrüder-Rab. Philipp, total furchtbar. Kann man gar nicht essen. Kann man absolut nicht essen. Total chaotisch, komisch. Ja, hol ich mir noch was. Oh Leute, ich bin so fertig, ich sag's euch. Und dann Gyros und da kommt jetzt hier auch schon. Moment. Sehr, sehr lecker. Blut auch. Aber mein Favorit. Gyros. Heiß. Sehr lecker. Ich schneide jetzt alles auf. Gleich im Anschluss noch einen Flammkuchen. Dankeschön. So langsam geht es mal wieder etwas besser. Lecker. Also nicht, dass er meint, ich wäre hier total zu, oder was? Ich habe einfach nur verdammt wenig geschlafen. Ja, dann hätten wir schon mal wieder eine weitere Probierrunde durch. Bis nachher wieder. So Leute, und jetzt decke ich hier mal was auf. Jetzt decke ich hier mal richtig was auf, nämlich unser Art of Barbecue.
der hat, überhaupt nicht grillen kann. Das was, ist mir wurscht, darum geht's jetzt gar nicht. Was hat er immer diese wunderschöne Kochjacke an und dann schaut man an ihm herunter und dann steht er da mit kurzer Hose. Alter, wir haben fast 30 Grad hier im Schatten, was willst du von mir? Ja, wenn, dann musst du schon komplette Montur anhaben. Komm, wir ziehen die jetzt auch noch aus. Boah, das will, nein, das will kein Mensch jetzt sehen. Um Gottes Willen. Ja, wir haben es wirklich fast 30 Grad hier draußen. Das tut mir leid. Ja, also er hat hier jetzt, was hast du gemacht, vorbereitet? Ja, ich habe von unserem halben Schwein, was wir heute haben hier beim Treffen, habe ich die Hüfte genommen. Die habe ich jetzt mit Käse gefüllt. Ich habe hier noch ein Stück, könnt ihr auch gerne probieren. Das ist ein Mittländer Sommerkäse. Und dann habe ich das mit einer Gewürzmischung. Ich mache, tut mir leid, Philipp, aber es ist jetzt meine eigene Mischung. Hallo, das ist dein Und haben wir nicht gehört. Jetzt habe ich die Schwarte noch in Rauten eingeschnitten. Wir werden das Ganze jetzt erstmal auf den Keck bringen, damit es erstmal räuchern kann. Und wir werden ungefähr bei 170, 180 Grad später durchgaren. Wird die Schwarte noch eingesalzen oder irgendwas? Nein, da kommt noch was anderes ran, weil die Schwarte wird sich ja zusammenziehen und in den ganzen Ritzen werde ich noch eine Senfkruste mit einarbeiten. Okay. Und die wird dann richtig durchgegart. Es ist ein Experiment. Ich hoffe, es wird später schmecken. Wir werden es sehen. Blöde Fliegen hier. Ja, das ist normal, wenn man draußen ist. Ne? Okay. Aber ja, gut. Wie gesagt, ist ein Experiment. Dann schauen wir mal, ob es was wird. Ich hoffe, es wird was. Aber ihr dürft nachher probieren. Also mach mal.